Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FM24 mit der Alemannia aus Aachen. Wir wollen weitermachen im Saisonverlauf. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser kommenden Folge. Und ja, wir haben die ersten 4 Spiele der neuen Saison recht gut gespielt. Haben aus 4 Spielen 3 Siege geholt und einen Unentschieden, stehen auf Platz 2. Das war ein guter Start mit 10 Punkten hinter dem ersten FC Köln 2. Unser nächster Gegner heißt Oberhausen in der Regionalliga West. Und ja, da gehen wir jetzt direkt mal rein. Wir schauen uns noch kurz die Mannschaft an. Aber ich denke, wir werden da nichts groß verändern, was die erste Elf betrifft. Kapitän von Anfang an, ja, das passt. Rumpf hat nicht so eine gute Form, bleibt trotzdem da erstmal in der Innenverteidigung. Bei Collins müssen wir ein bisschen auf die Fitness achten, ne? Ich glaube, da bringen wir mal Hanrads von Anfang an. Und Rumpf geht dann mal in die Mitte. Genau, so machen wir das. Kann der auch links? Ah, Rechtsfuß. Der hat eine 3 bei Linksfuß. Dann stellen wir Scholl dahin. Machen wir das Ganze so. Genau, so. Ihm können wir auch direkt mal sagen, dass er von Anfang an dabei ist, wenn es geht. Im nächsten Spiel bräuchte ich einen Topform. Ne, er ist gut trainiert, sagen wir ihm. So. Dann haben wir jetzt noch das Spiel in der Reserve. In der zweiten Mannschaft. Und dann gehen wir rein gegen Oberhausen. Platz 12 nach 4 Spieltagen. Wir wollen natürlich diese Saison besser abschneiden als in unserer ersten Saison, das ist ganz klar. Ziel ist natürlich auch, ja, ist natürlich im Kopf der Aufstieg, ganz klar. Ob das jetzt ein Muss ist, kann ich nicht sagen. Also ich empfinde es nicht als Muss, aber weil wir eigentlich auch so gute Transfers getätigt haben, wie man hier auch sehen kann. Ne? Wir haben uns ordentlich verstärkt, ne? Mit Kammerknecht, mit Podolski, mit Breitfelder fürs Sturmzentrum. Ne? Also wir haben wirklich gute Jungs geholt, wie man hier sehen kann. Ne? Also Lukas Pinkert ist auch ein richtig guter Spieler. Westermeier für die Defensive. Hennig für die Defensive von Bayern 2. Also wir haben gute Transfers getätigt und normalerweise sollten wir eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Ne? Also ja, es ist schon eigentlich das kleine Ziel, auch hier aufzusteigen, ne, in der zweiten Saison. Auf jeden Fall. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die nächsten Spiele auch gewinnen, dass wir gerade am Anfang die Punkte einsacken. Ne? Das wollen wir auf jeden Fall. Ne? Deswegen werden wir mit Breitfelder hier heute beginnen, der eine gute Form aufweist. Bapo auch eine 13, aber Poldi hat jetzt aktuell eine 15, deswegen wird er erstmal von Beginn an hier auflaufen. Unser Kapitän, Fußball des Monats, Breitfelder, ja, gewinnt 3 Moralpunkte, hat ja auch bei der Fortuna eine gute Saison gespielt, deswegen bin ich glücklich, dass wir ihn überhaupt verpflichten konnten. Mit Poldi wollte ich auch nochmal reden. Mannschaftsführung ist klasse. So, Gott. Dann sollten wir motiviert genug sein, um ein ordentliches Spiel zu zeigen gegen Oberhausen. Tabellen 12, da gehen wir rein. Gebt euer Bestes. So, 5. Spieltag. Ja, den guten Saisonverlauf wollen wir natürlich fortführen, ne? Wenn möglich. Heinz mit dem 1-0. Breitfelder gibt die Vorlage. Normalerweise sollte es anders sein, ne? Breitfelder sollte eigentlich die Tore schießen und Heinz die Vorlagen geben. Aber, naja, so geht's auch. Anton Heinz auch stark wieder, ne? Also, hatte ja in der ersten Saison so eine kleine Flaute auch zwischendurch. Aber, ja, ich habe mich dann einem Kommentar angeschlossen und habe dann Heinz eigentlich so gut wie immer spielen lassen. Und das hat sich auch ausgezahlt. Also hat ordentlich auch schon getroffen hier für Aachen. Ne? Auch diese Saison jetzt hier 10 Spiele, 5 Tore schon. Das ist nicht ganz so schlecht, ne? Auf jeden Fall. So, mit 1-0 gehen wir in die Halbzeitpause. Okay. Sieht ja erstmal gar nicht mal so schlecht aus, ne? Westermeier macht ein starkes Spiel. So, Scholl müssen wir auch mal loben. So haben wir uns das vorgestellt.
direkt am besten das 2-0 machen. Wir sind auf jeden Fall dran, ne? Stunde gespielt. Jetzt schauen wir noch mal, was wir noch machen können. Links außen haben wir jetzt Rama hier nicht dabei. Ich weiß nicht, ob der verletzt war. Ich glaube nicht, aber den hat man nicht mitgenommen. Wir bringen Pinkert nochmal für Kammerknecht und Barpo für Poldi. Und Ramsak kommt nochmal für Breitfelder. So, Ramsak macht das 2-0. Barpo mit der Vorlage. So, und jetzt ist Wilms. Ach nee, der hat die rote Karte bekommen. Na gut, 71. Spielminute, 19 Minuten, reguläre Spielzeit. Das sollten wir durchhalten. Aber Anschlusstreffer. Oh, Anschlusstreffer. Aber wir stehen defensiv eigentlich schon recht gut, ne? Oh, kommt schon, Jungs. Spielt es runter. Boah, Gott sei Dank. 2-1 gewonnen. War trotzdem eine überragende Leistung von uns, muss ich sagen. Ja, die rote Karte war nicht schön, aber alles andere war sehr, sehr gut, ne? 3 Punkte wichtig. Ramsa kommt rein, macht sein Ding. Barpo kommt rein, gibt die Vorlage, ne? Sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir sind wieder Tabellenführer. Punktgleich jetzt mit Köln 2. Die spielen unentschieden gegen Steinbach. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Torverhältnis ist auch gleich hier. Ne? 14 zu 5. Auch eine Niederlage. Na gut, bin ich gespannt. Jetzt müssen wir nämlich, ja, jetzt haben wir das direkte Duell, ne? Gegen Köln 2. Auswärts. So, was sagen die Stimmen? Oberhausen muss ich jetzt nur eines vorwerfen. Nicht mehr Tore gemacht zu haben als wir. Also die waren ja am Ende noch dran, ne? Die waren ja auch wirklich noch dran. Holthaus sagt, was soll ich so kurz nach dem Spiel groß sagen? Manchmal verliert man und heute gewinnen die anderen. Genau, gute Aussage, ne? Torjägerliste, Breitfelder mit 4 Treffern auf Platz 2. Das ist nicht schlecht, ne? 5 Spiele, 4 Tore, sauber. Ramsak auch schon 3 Tore, ne? Heinz 3. Ja, sauber. Das lässt sich gut lesen. Mannschaft der Woche, Wilms vom Sportgericht verurteilt. Boah, ich bestimmt wieder 3 Spiele Sperre oder so, ne? So, was sagen die Transfers hier noch? Colombo von Mailand nach Bologna. Oh, den geben sie echt ab. Den jungen Italiener hier. Okay, was haben wir noch? Feyenoord. Ah, nichts Branchenes. Geht Frank Lampard zu Manchester United. Ten Hag kurz vor Entlassung. Boah, das wäre ja auch mal was, ne? Lampard als Trainer zu ManU. Okay.
So, in der Mannschaft der Woche steht Ben Westermeier. Hat gute Spiele gezeigt, auf jeden Fall auf der DM-Position. Ramsak jetzt stärker. Bei ihm ist auch richtig gut was passiert. Ne? Also hat sich ordentlich entwickelt. Den haben wir ja aus der Bayern-Jugend auch gekauft. Richtig starker Spieler geworden, finde ich. Ja, 36 Spiele, 19 Treffer. Jetzt 11 Spiele, 4 Tore. Das war ein guter Start auch für ihn. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und Top-Spiel gegen Köln wollen wir natürlich auch eine Top-Leistung bringen. Ne? Auf Dustin Wilms müssen wir verzichten. Aber da wird Salanovic dann von Anfang an beginnen. Der hat eine schlechte Fitness. Ich weiß gar nicht, was bei ihm da los ist. Ja? Im nächsten Spiel ist er von Anfang an dabei. Gewinnt 3 Moralpunkte. Auf jeden Fall wichtig. Ne? Michaelis ist auch noch verletzt. So, Ramay kommt mit auf die Bank. Und dann gucken wir mal weiter. Ein paar Tage haben wir jetzt hier noch bis zum Spieltag. So, was sagt denn hier die Jugend? Da passt soweit alles. Und die stehen auf Platz 13. Noch keinen Punkt geholt hier, ne? Die Reserve, Platz 4, ganz gut, 3 Punkte. Und die B-Jugend steht auf Platz 1. So, das kann sich doch auch sehen lassen. Dann werden wir nochmal Gespräche führen mit den Spielern, mit denen wir noch nicht so oft geredet haben. Hennig, Pinkert. Ja, da gibt es auch hier Westermeier und Steinmann, Kammerknecht und Pinkert. Da müssen wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen, ne? Steinmann, Westermeier. Pinkert und Kammerknecht war das. So, vertragt euch schnell wieder. Das ist wichtig für die Teamdynamik, ne? So, Novakovic, Walter, körperlich bisschen nachlegen. Gut, wir haben noch knapp eine Woche bis zum nächsten Spieltag. So, das Topspiel steht auf dem Plan, ja, gegen den FC Köln 2. Und hier kann man sehen, Saison bisher auch richtig gut, auch eine starke Form. Also das wird ein richtiger Knaller hier, ne? Würde ich mal behaupten. Wir gehen kurz noch mal in unsere Nachrichten rein, um die nochmal zu checken, denn hier wurde ein Gespräch geführt. Steinmann und Westermeier vertragen sich ab jetzt wieder sehr gut. Das freut mich, so will ich das auch sehen. Genau, gut trainiert. So, da ist die Stimmung nämlich auch direkt besser, ne? Wenn die Jungs sich verstehen. So, Fock erzielt 2 Tore und die Reserve hat gewonnen mit 4:0. Das sieht gut aus. So, gucken wir nochmal kurz auf die Mannschaft. Pinkert wird jetzt mal beginnen. Auf rechts. Hat eine bessere Form als Kammerknecht. Und auch Collins ist wieder fresh. Kann wieder rein. Und Bapo. Ne, wir lassen Poldi auch hier im Spiel nochmal von Anfang an spielen. Ne? Breitfelder beginnt auch wieder vorne. Ja, dann passt es, ja. Westermeier. Das passt. Gehen wir rein in das Topspiel gegen Köln 2. Zack. Ich hoffe, dass es auch ein Topspiel wird. Remis schaffen wir mindestens. Ne, das haben wir in der Juve-Folge haben wir das auch gesagt. Und dann haben wir direkt 3 Treffer innerhalb von 7 Minuten kassiert. Ne? Also, verlieren wollen wir das ja eigentlich auch nicht. Ne? Wir wollen es nicht verlieren. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Das ist eine bessere Aussage, als wir verlieren das heute nicht. Ne? Gehen wir rein, los geht's. Referee Hofstetter hat die Partie freigegeben. Beide Mannschaften schon jeweils mit einer schönen Kombination. Da bin ich mal gespannt. Die ersten Minuten laufen. Oh, wir haben eine direkte Verletzung. Das gibt's nicht. Heinz muss am Spielfeldrand behandelt werden. Ja, scheint doch nicht verletzt zu sein. Ich hoffe, er kann weiterspielen. Ecke von rechts jetzt für Köln. Aber wurde geklärt. Noch eine Ecke. Konzentriert euch, Leute. Ein frühes Tor. Seitens Köln würde uns das Genick brechen. Guter Pass eingeleitet von Pinkert. Podolski mit dem Fernschuss, aber ein bisschen zu unplatziert. So, da ist Breitfelder und er schiebt ein.
Aber er steht im Abseits. Schade. Pinkert hat da einen guten Pass gespielt. Ja, Anton Heinz muss raus. Für ihn geht es leider nicht mehr weiter. Oh, das ist bitter. Ramay rein, aber auch Ramay, ein guter Spieler für Linksaußen. Wird der Heinz auf jeden Fall gut ersetzen. Da bin ich guter Dinge. Pinkert setzt sich wieder durch auf rechts. Flankt auf Salanovic, der eine gute Möglichkeit hat, aber Busmann geht dazwischen. Salanovic ist gut im Spiel, jetzt tritt auch die Ecke von links. Und da ist Breitfelder, schießt direkt, nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Meine Güte, oh, wir haben die Möglichkeiten hier, ne? Köln kommt nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Aber unsere Zuspiele in die Spitze finden noch nicht so den Abnehmer, ehrlich gesagt. Wir haben die Möglichkeiten. Der nächste gute Angriff über Breitfelder. Leider ist er ein bisschen zu unkonzentriert bei dem Schuss, deswegen geht er klar am Tor vorbei. Freistoß von rechts, da ist wieder Breitfelder, taucht gefährlich auf. Aber auch Bußmann ist da. Faustet den Ball noch weg. Jetzt mal Köln mit der Möglichkeit, aber Jonen ist auch da, streckt sich, bekommt die Hände noch an den Ball. 60 Sekunden wird nachgespielt. Chance für Köln und da ist das 1:0 noch vor der Halbzeitpause. Das ist doch nicht wahr. Yannick Freischlatt. Also wir machen das Spiel hier, wir haben die Chancen und Köln erzielt das Tor. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an das Champions League Finale. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ich habe natürlich dem BVB die Daumen gedrückt, aber ich habe innerlich schon gedacht, dass sich Real durchsetzen wird. Dortmund hat richtig gut gespielt, so 60, 65 Minuten. Waren nicht richtig gut, die hatten auch in der ersten Hälfte schon 3-4 Möglichkeiten, die Tore zu machen. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen, wenn sie die Dinger reingemacht hätten. Leider haben sie das nicht und wurden dann am Ende bestraft. Ne? Real mit nur einer Möglichkeit nach einem Eckball und dann Carvajal, der nur 1,73 groß ist, macht dann halt dieses 1:0 für Real Madrid und das haben sie sich dann nicht mehr nehmen lassen, ne? Und haben dann noch ein 2:0 draufgesetzt. Bitter für den BVB gewesen auf jeden Fall und das hat mich jetzt gerade hier an die erste Halbzeit erinnert, ne? Okay, ich hoffe, dass wir das noch drehen können, ne? Es ist ja noch nichts verloren, aber wir haben gut angefangen, Mensch. Warum gehen wir das dann wieder aus der Hand? Das gibt's gar nicht. In der zweiten Hälfte möchte ich, dass wir aufdrehen. Bring Ramsack vorne. Breitfelder so viele Möglichkeiten gehabt. Der hätte eigentlich schon das 1:0 erzielen müssen. So, einmal vollen Angriff gehen jetzt. Westermeier mit der gelben Karte. Naja, gut. So, erster Angriff über Ramay. Salanovic flankt jetzt mal scharf vor das Tor der Kölner. Ramsack ist da. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Irritiert durch Smajic, der am Ball vorbeitritt. Hennig ist dann da, aber... Ach, Mann. Schiebt am leeren Tor dann vorbei. Ramsack wieder die nächste Möglichkeit. Verzieht, überhastet. Und Köln ist wieder da. Oh, wir müssen aufpassen jetzt. Gibt noch einen Eckball. Meine Güte, wir machen eigentlich ein gutes Spiel, aber warum... Warum machen wir das Tor nicht? Warum machen wir das Tor nicht? Das ist die Frage, ne? Ich überlege, ob wir Poldi mal in den Sturm stellen. Mit seinem linken Fuß. Aber dann müssten wir Ramsack wieder rausnehmen. Ist auch Quatsch, ne? Das ist auch Quatsch. Kammerknecht bringen wir nochmal. So, kommt schon, Leute. Oh, Lattentreffer hier, ne? Junge, Junge, Junge. Lukas Pinkert. Ach, die haben auch einen Lukas Pinkert? Hä? Nee. Bei der Aktion hatte Pinkert nochmal richtig Glück. Ja, es wäre fast das 2:0 gewesen, ne? Aber kommt schon jetzt. Gebt nochmal alles. Concentration, Freunde. Ausgleich wäre super, ne? 1:1 würde ich
mit zufrieden sein. 20 Minuten noch. Jetzt sind wir nochmal dran. Ramay. Mit einem verdeckten Schuss aus 13 Metern. Glanzparade von Bußmann. Mensch, der Ball will auch einfach nicht rein, ne? Köln nochmal mit der Möglichkeit. Jonen ist da, aufgepasst und klärt vor dem Angreifer. Bußmann gegen Salanovic. Er verhindert am rechten Fünfereck den Ausgleich. Ah, Leute, ey. Kommt schon. Die letzten Minuten alles nochmal nach vorne schmeißen jetzt, ja. Alles nochmal nach vorne. Gebt nochmal volle Pulle hier. Babo jetzt völlig frei. Aber auch er schießt am Tor vorbei. Ja, das ist 2-0. Ich hab's gewusst. Jonen klebt auf der Linie und Freischlatt hält einfach den Fuß hin und macht seinen zweiten Treffer hier. Mensch, solche Spiele, warum können wir nicht so ein Spiel auch mal gewinnen? Also Köln natürlich sehr, sehr stark, aber wir hatten halt gerade in den ersten 45 Minuten, ne, oder ersten 40 Minuten hatten wir unsere Möglichkeiten. Kammerknecht nochmal. Ramsak schießt wieder aus 10 Metern über das Tor. Wir treffen einfach die Kiste nicht. Das war jetzt unser Problem, ne? So, 2-0, verdienter Sieger, Köln. Und die sind auch jetzt wieder Tabellenführer, ne? Wir rutschen runter auf Platz 4 direkt, ne? Ach, schade. Echt schade. Naja, wir können nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar. Ne? Ich glaube, Köln 662er Mannschaftsstärke, wie sieht es da bei uns aus? Gut, von der Mannschaftsstärke sind wir stärker, aber Köln ist momentan einfach sehr, sehr gut drauf, ne? Was ist denn hier los? Boah, die haben halt eine viel stärkere Mannschaft als wir hier. Hä? 662. Das geht doch gar nicht. Die haben doch 80er Spieler hier. Okay. Ja, also von den Stärken her sind die natürlich auch überlegen, wenn man das hier sieht, ne? Petkovic, Mayner, Martel im defensiven Mittelfeld. Defensiv ist auch stark. Also, ja gut. Wie gesagt, wir haben gut angefangen. Wir hatten eine gute erste Hälfte, haben die Tore nicht machen können. Und Köln hat dann in der zweiten Hälfte aufgedreht, ne? Nach dem 1-0, dieses, was sie kurz vor der Halbzeitpause noch erzielt haben. Gewinn am Ende souverän mit 2-0. Kann man nichts anderes behaupten hier, ne? Ein Fan aus Aachen sagt, wenn sie glauben, sie haben einen blöden vor sich, dann sind sie bei mir an der richtigen Adresse. Jawohl. Ramona aus Köln, ich werde ein Foto vom Videotext machen. Ja, mach das mal. So, gut. Niederlage für uns. 2-0 gegen Köln, 2-11 Chancen für den Gegner. Aber wir hatten doch bestimmt auch 10 Chancen, ne? Ausrutscher oder Trend? Ich hoffe, es ist nur ein kurzfristiger Trend. Ja, Ausrutscher. Vor allem in der Defensive scheint es ein Trend zu werden, Tore gegen Aachen zu schießen. Nee, das würde ich nicht sagen. Wir müssen in der Abwehr konkreter werden, enger am Mann spielen und die Ballverluste im Mittelfeld müssen aufhören. Dann wird dieser kleine Trend auch wieder beendet. Ich halte diese Interpretation für übertrieben. Wir stehen mit 13 Punkten immer noch sehr gut da und werden das im nächsten Spiel bestätigen. Ja, das werden wir sagen. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Gegen Köln, da kann man auch mal verlieren. Aber wir dürfen natürlich jetzt nicht aufhören, ne? Wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen jetzt gegen Steinbach-Haiger, da müssen wir wieder eine bessere Leistung zeigen und dann auch wieder Punkte einfahren, ne? Das ist ganz klar. 7. Spieltag, die stehen auf Platz 12. Da sollten wir schon die Punkte wieder mitnehmen. Gut, meine Freunde, nach einem Sieg und einer Niederlage hier in der Folge beenden wir diese auch. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter gegen Steinbach und Koblenz. Dann folgt Frechen. Was ist denn Frechen? SPVG Frechen 20. Okay, dann müssen wir gegen Lotte ran. Ja, Schalke folgt dann auch am 24.11. Also, in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir dann mal so
3-4 Spiele mit reinnehmen. Ne? Ich will die Folgen nur nicht zu lang machen. Von daher, ich denke, das ist bisher recht gut gelaufen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt sehe ich gerade, Novakovic hat sich hier noch verletzt. Bis 22 Uhr, nur ein Tag. Okay, und dann, machen wir weiter. Ne? Hoffentlich weiter motiviert. Wir sind eigentlich in einer guten Form. Die Moral ist jetzt nicht ganz so toll, aber ja, gegen Steinbach, da wollen wir eigentlich wieder Punkte einfahren. Ne? Ich hoffe, dass dann die Ausbeute weitergeht. Ja, und ich hoffe, dass ihr wieder einschalten werdet. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Lasst es euch wie immer gut gehen. Macht's gut. Ciao, ciao.